Ich habe die Faxen so dicke. Das hier hat das Fass zum Überlaufen gebracht. In einem ganz kleinen, unbewachten Augenblick ist hier ein Ganove in die Kirche gekommen und hat den brandneuen Lautsprecher hier aus der Wand gerissen. Ganz brutal. Und da vorne auf der anderen Seite hat er auch noch versucht, den Lautsprecher zu klauen. Da war schon das Kabel abgerissen. Und beinahe hätte er es wahrscheinlich geschafft, wenn ihm vermutlich nicht jemand dazwischen gekommen wäre. Das Ganze macht mich deswegen auch so wütend, weil es sich in eine Serie von Diebstählen einreiht. Was wir hier nicht schon alles in der Kirche hatten im letzten Jahr. Bestimmt 10-mal ist der Opferstock aufgebrochen worden. Zuerst immer nur das Schloss und dann am Ende, als wir es ganz fest verankert hatten, da hat der Ganove das ganze Ding, also den Opferstock, richtig aus der Wand rausgerissen und hat so ein dickes Loch hinterlassen. Und zu allem Überfluss hat dann kurz nach Ostern auch noch jemand bei mir im Pfarrhaus eingebrochen. Zuerst Geld mitgenommen und am Ende mein brandneues Fahrrad. Ich hatte noch nie ein neues Fahrrad. Jetzt hatte ich eins und er hat es mitgenommen. Ich habe so die Faxen dicke. Und das ist jetzt die Konsequenz. Die Kirche muss erstmal tagsüber geschlossen bleiben. Das hat das Presbyterium so beschlossen. Die Kirche ist eigentlich sonst immer offen, tagsüber von 10 bis 18 Uhr. Und wir genießen das sehr. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch selber daran, dass Sie gerne in Kirchen gehen, in Städten, wo Sie zu Besuch sind oder auch hier und da mal einen Moment an Ruhe finden und sich sammeln können. Das geht jetzt alles nicht mehr. Wir müssen die Kirche zumachen. Wir denken auch über eine Videoüberwachung nach. Aber das dauert noch ein bisschen. Solange bleibt die Kirche eben zu. Und deswegen mein Wort an euch, liebe Diebe. Du sollst nicht stehlen. Ausrufungszeichen. Da steht es klipp und klar in der Bibel, ohne Wenn und Aber. Und du kennst das Gebot. Du hast es wahrscheinlich schon in der Grundschule gelernt oder später auch im Konfirmandenunterricht. Du sollst nicht stehlen. Vielleicht denkst du ja, ich nehme es ja nur von den Reichen, die haben ja genug. Aber erstens hast du dann noch keinen Blick in unsere Haushaltskasse getan. Und zweitens ist in den biblischen Geboten überhaupt nur Mundraub erlaubt. Das heißt, wenn du Hunger hast, dann könntest du in meinen Gemüsegarten gehen und könntest dir was zu essen holen. Allerdings nur das, was du brauchst, um nicht mehr hungrig zu sein. Du kannst auch gerne an meine Pfarrhaustür kommen. Ich lasse niemanden verhungern. Die Kirche lässt niemanden verhungern. Die Diakonie nicht, das Sozialpfarramt nicht. Du bekommst auf jeden Fall etwas bei uns zu essen. Daran wird es nicht liegen und deswegen musst du auch nicht klauen. Drittens, und das ist mir allerdings ziemlich wichtig, ist die Kirche, genauso wie die ganze Gesellschaft, ein Gemeinschaftsunternehmen. Du hast einen Lautsprecher geklaut. Aber hättest du den auch geklaut, wenn du der alten Witwe ins Gesicht geguckt hättest, die gesagt hat, wie sehr sie sich freut, dass sie einen neuen Lautsprecher hat und dass sie jetzt endlich gut hören kann in der Kirche? Hättest du ihn dann immer noch geklaut? Wir sind nämlich nicht irgendeine anonyme Masse. Wir sind konkrete Menschen. Du nimmst den Lautsprecher der alten Dame weg. Du schädigst eine Gemeinschaft von Menschen, die vielleicht auch dir schon mal geholfen hat oder dir vielleicht auch noch mal helfen kann. Letztlich, auch wenn du das im Moment nicht merkst, schädigst du dir nämlich selbst. Durch die vielen Einbrüche machst du uns, die Kirchenleute, misstrauisch. Darunter leidet unsere Offenheit, auch unsere Offenheit dir gegenüber. Und die Kirche, die ist jetzt auch für dich zu. Dadurch wird unsere Gemeinschaft brüchig. Das Gleiche passiert übrigens auch, wenn Menschen versuchen, Steuern zu hinterziehen oder alles tun, damit sie möglichst wenig bezahlen müssen. Sie versündigen sich an der Gemeinschaft. Ich war deshalb neulich sehr beeindruckt, als ich von einem somalischen Flüchtling las. Der wollte nämlich unbedingt mehr Steuern bezahlen, als er bezahlen musste,
weil er der Gesellschaft zurückbezahlen wollte, was sie für ihn getan hat, als er nach Deutschland gekommen ist. Und da dachte ich, der hat etwas von dem Ganzen verstanden, dass nämlich unsere Gesellschaft und eben auch unsere Kirche ein Gemeinschaftswerk sind. Du sollst nicht stehlen. Gott setzt mit diesem Gebot klare Grenzen, um der Gemeinschaft willen. Und wenn du willst, kannst du zu dieser Gemeinschaft auch dazugehören. Amen.